Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es stimmt. Heute ist ein wichtiger Tag für die Berliner SPD. Heute seid ihr gefragt, die Weichen zu stellen. Soll es weiter so gehen wie bisher? Oder sagen wir, wir wollen eine Veränderung? Und ich stehe hier, weil ich eine Erneuerung anbieten möchte. Wir wissen seit 150 Jahren, wer etwas verändern will, liebe Genossinnen und Genossen, der muss kämpfen. Und ich will mit euch und ich will für euch kämpfen, dass wir gemeinsam eine Veränderung in der Politik und in der Gesellschaft bewirken. Denn das ist unser Platz. Und deshalb erkläre ich meine Kandidatur um den Landesvorsitz dieser Berliner SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Mich interessieren dabei auch die letzten 10 Jahre weniger als die nächsten 10 Jahre. Wo wollen wir hin? Für wen machen wir in dieser Stadt Politik? Was ist unsere Aufgabe? Und da bin ich überzeugt, wir werden hier eine Chance haben, wenn wir weiter die große linke Volkspartei in dieser Stadt sein wollen und sein werden. Und dafür müssen wir auch die große Vordenkerin in der Stadt sein. Wir müssen in die Stadt hineinhören und wir müssen darüber hinausdenken, was das Tagesgeschäft des Senats ist. Und deshalb mache ich auch ein Angebot mit einer unabhängigen Kandidatur von einer Senatsposition. Und das ist, glaube ich, auch ein zentrales Argument dafür, dass wir sichtbar und mit einem unabhängigen Profil als SPD in Erscheinung treten wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, wir müssen besonders da wieder sichtbarer sein, wo wir besonders gebraucht werden, wo eigentlich unsere traditionellen Hochburgen liegen, wo wir traditionell gute Wahlergebnisse hatten, gerade in den Kiezen, in denen es sozial auch besonders schwierig ist. Dort sehen wir, dass die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, obwohl wir numerisch immer noch gute Ergebnisse haben. Gerade hier müssen wir für die Menschen besonders da sein. Gerade hier muss es uns auch umtreiben, wenn man sieht, dass die Menschen dann die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten haben, die Schultern zucken und sie ins Altpapier werfen. Diese Leute haben uns abgeschrieben, weil sie glauben, dass wir sie abgeschrieben haben. Und das halte ich für unsere zentrale Aufgabe, dass wir diese Menschen gewinnen und dass wir sie wieder gewinnen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das können wir dann, wenn wir glaubwürdig sind bei unserem Kernthema, bei unserer zentralen Aufgabe, nämlich für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es eine gerechte und gleiche Teilhabe aller Menschen gibt, egal welchen Nachnamen sie haben, egal woher sie kommen, egal, woran Sie glauben und egal, wen Sie lieben, liebe Genossinnen und Genossen. Und diese Glaubwürdigkeit, die werden wir nur dann haben, wenn wir auch das tun, was wir sagen. Wenn wir das, was wir gemeinsam hier beschließen, und da wende ich mich an euch als Landesparteitag dieser stolzen Berliner SPD, das, was wir hier beschließen, das müssen wir dann gemeinsam auch nach draußen vertreten. Und da sehe ich in der Tat in der Vergangenheit einige Versäumnisse. Einige Versäumnisse, weil das, was wir hier verabredet haben, eben nicht beachtet wurde, sondern ignoriert wurde, ins Gegenteil verkehrt wurde zum Teil. Und da sage ich ganz klar, das ist ein Prinzip, für das ich antrete. Was wir hier beschließen, liebe Genossinnen und Genossen, ja, das muss gelten. Und ich will es auch nicht gelten lassen, dass eine unabhängige SPD mit einem klaren Profil eine Gefahr für unsere Regierungsverantwortung und für unsere Mehrheitsfähigkeit sein soll. Im Gegenteil, eine klar erkennbare SPD mit einem klaren Profil ist die Voraussetzung dafür, dass wir mehrheitsfähig bleiben. Es in Berlin bleiben, liebe Genossinnen und Genossen, und es im Bund wieder werden. Und ich sage euch auch, hier in Berlin, davon ist ja schon die Rede gewesen. Wir haben hier eine Koalition mit der CDU und wir wollen diese Koalition zum Erfolg führen. Und es ist doch auch ein Erfolg unserer neuen Abgeordnetenhausfraktion, wenn der Fraktionsvorsitzende im Plenum sagen kann, wir machen als Koalition eine gute linke Politik und die CDU-Abgeordneten klatschen. Damit können wir doch ganz zufrieden sein. Trotzdem müssen wir natürlich unterscheidbar bleiben. Wir brauchen ein klares sozialdemokratisches Profil, auch in Zeiten einer großen Koalition hier in Berlin.
Und da bin ich nicht von überzeugt, dass wir ohne eine Arbeitsteilung im Bundestagswahlkampf auch klare Kante zeigen können. Das müssen wir aber, weil wir diese Bundesregierung 2013 ablösen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Und weil wir da ganz klar für Rot-Grün werden kämpfen müssen. Wir brauchen deshalb die Freiheit, auch einmal über den kleinsten gemeinsamen Nenner dieses Koalitionsvertrages hinauszudenken und unsere eigenständigen sozialdemokratischen Lösungen in jedem Bezirk, im Land, im Bund und für Europa finden müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage das apropos Europa an dieser Stelle auch mal. Ich habe in der Zeitung gelesen, weil wir die französischen Sozialisten im Wahlkampf unterstützt haben, wurden wir schon als Jakobiner bezeichnet. Ich freue mich und ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese enge Freundschaft mit den Genossinnen und Genossen der PS in Paris haben. Und ich wünsche Ihnen für das nächste Wochenende auch viel Glück bei den Wahlen zur Assemblée Nationale, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen auch die Kraft haben, hier in Berlin, wie es zum Teil auch unsere französischen Genossinnen und Genossen getan haben, in Alternativen zu denken. Politische Alternativen zu diskutieren. Es hat mich in der Vergangenheit genervt, dass oft Entscheidungen, wir haben es zum Teil auch heute wieder erlebt, als alternativlos hingestellt werden. Zu Recht ist das Wort alternativlos 2010 zum Unwort des Jahres gewählt worden. Ich möchte, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir dieses Wort aus unserem politischen Wortschatz streichen und ich werde das heute an einigen Themen hier auch durchdeklinieren. Wichtig ist mir auch eins, wenn wir politische Mehrheiten erreichen wollen, wenn wir nicht von der Opposition getrieben werden wollen, dann brauchen wir Verbündete. Die Jusos nennen sowas Doppelstrategie. Damit haben sie recht, der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Wir brauchen nicht nur eine parlamentarische Mehrheit, sondern wir brauchen auch eine gesellschaftliche Mehrheit für unsere Politik. Und deshalb brauchen wir Bündnispartner bei den sozialen Initiativen. Wenn die Menschen in dieser Stadt sich dafür einsetzen, dass Wasserpreise bezahlbar sind, dass man Verträge einsehen kann für eine bezahlbare, günstige Energieversorgung, für bezahlbare Mieten, dann sollten sie keine Unterschriften gegen uns sammeln müssen, liebe Genossinnen und Genossen, sondern dann sollten sie unsere politischen Verbündeten sein. Auch wenn wir nicht in jedem Einzelpunkt vielleicht ihre Position teilen, aber wir dürfen hier nicht in eine Gegnerschaft zu den Menschen geraten, die in Berlin für unsere Politik eigentlich einstehen. Das müssen unsere Verbündeten sein, liebe Genossinnen und Genossen. Eine ehrliche Ansprechpartnerin müssen wir sein für die sozialen Initiativen, für die Verbände und auch besonders für die Gewerkschaften in dieser Stadt. Und deshalb ist es natürlich toll, dass Doro Zinke, Susanne Stumpenhusen und viele andere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter heute hier sind. Denn dieses enge Bündnis mit den Gewerkschaften, diese Zusammenarbeit, die kann eigentlich gar nicht eng genug sein. Und deshalb freue ich mich, dass ihr heute hier seid, liebe Genossinnen. Eine starke Bündnispartnerin müssen wir vor allen Dingen dann sein, wenn es um ein Bündnis der demokratischen Kräfte gegen Rechtspopulisten, Rechtsradikale und Nazis geht, liebe Genossinnen und Genossen. Unser Platz ist dann auch auf der Straße, ist nicht nur am Senatstisch, ist auch auf der Straße, ist bei Kundgebungen, ist bei Demonstrationen. Wenn es darum geht, das dürfen wir auch nicht nur Linken und Grünen überlassen, wenn es darum geht, dass Nazis, Rechtsradikale in unsere Rathäuser wollen, dann müssen wir, gerade als SPD, als die Partei, deren Bezirksbürgermeister 1933 als Erste aus den Rathäusern gezerrt worden sind, als Erste sagen, nie wieder, liebe Genossinnen und Genossen, nie wieder. Und deshalb unterstütze ich auch mit vollem Herzen die Falken bei der Sammlung fürs Anton-Schmaus-Haus. Und ich glaube, dass wir auch gemeinsam mit euch, den Falken, mit den Jusos, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen hier präsent sein müssen. Wir werden es nicht zulassen, dass Menschen wegen ihres Aussehens, ihres Nachnamens, woher sie kommen, bedroht, gehetzt und ausgegrenzt werden. Wir geben Rassisten in dieser Gesellschaft keinen Platz, liebe Genossinnen und Genossen,
und auch nicht in unserer Partei. Und als die große linke Volkspartei müssen wir glaubwürdig für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Stadt streiten. Wir arbeiten gemeinsam hart dafür, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Aber dazu gehören eben zum Thema Glaubwürdigkeit auch faire Arbeitsbedingungen und eine gerechte Entlohnung. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr könnt euch denken, was ich jetzt ansprechen werde. Ich habe das verschiedentlich schon getan, aber ich bleibe dabei. Wir müssen uns glaubwürdig für den einheitlichen, flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn einsetzen. Aber deshalb müssen wir ihn auch selber zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, es stimmt. Wo die öffentliche Hand arbeiten lässt, da muss sie den Mindestlohn von 8,50 Euro, und ich füge hinzu, mindestens zahlen. Sonst kann sie das nicht glaubwürdig von Unternehmerinnen und Unternehmern verlangen. Ich füge das mindestens hinzu, weil die Taz geschrieben hat, Jan Stöß würde sich für den Mindestlohn für alle Landesbediensteten einsetzen. Das wäre wahrscheinlich nicht so ein Gewinnerthema, gefällt aber vielleicht dem Finanzsenator, der da hinten sitzt. Ich glaube, dass wir, wenn wir schon über den zweiten Arbeitsmarkt diskutieren, allerdings erst recht auf dem ersten Arbeitsmarkt glaubwürdig sein müssen. Und deshalb finde ich die Initiative gut, die wir heute, glaube ich, von der AFA haben, die sagt, also wir werden auch an unserem Großflughafen faire Lohnbedingungen zahlen müssen, dass die Gepäckarbeiter damit 900 Euro nach Hause gehen. Oder gar nicht entlohnt werden, liebe Genossinnen und Genossen. Das können wir uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bei diesem Projekt ganz gewiss nicht leisten. Genauso wie wir bei der Arbeitsmarktpolitik glaubwürdig sein und bleiben müssen, betrifft das auch das Thema Privatisierung und Mieten. Ich will mich gar nicht in den Streit zwischen verschiedenen Senatsmitgliedern hier einmischen, aber da hat Michael den einen oder anderen Punkt gehabt, wo ich sage, da unterstütze ich ihn als Stadtentwicklungssenator, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ich möchte trotzdem mal noch mal darauf hinweisen, dass wir ja auch einen gewissen Vorlauf haben. Ich erinnere zum Beispiel an die beabsichtigte, schon eigentlich beschlossene Veräußerung der Berliner Immobilienholding, der BIH. Das war ja schon beschlossene Sache. Wenn wir das nicht gemeinsam als Partei aufgehalten hätten und gesagt hätten, nein, das ist der falsche Weg, dann hätten wir jetzt schon wieder 22.000 Wohnungen in Berlin im öffentlichen Eigentum weniger. Und wir hätten die an einen dubiosen Investor verscherbelt. Das hätte uns erheblich geschadet, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb ist die Partei. Deshalb ist in der Tat die Partei in ihrer Unabhängigkeit, in ihrem Selbstbewusstsein manchmal auch gefordert zu sagen, manche Entscheidungen trauen wir uns auch zu hinterfragen. Denn, auch dazu will ich jedenfalls noch kurz was sagen, das Problem der steigenden Mieten haben wir ja nicht erst seit 5 Monaten erkannt, sondern das haben wir schon 2008 hier auf die Tagesordnung gesetzt und als Landesparteitag der Berliner SPD ganz engagiert, ganz ausführlich diskutiert, Lösungen vorgeschlagen. Solange hieß es, wir können das Problem gar nicht nachweisen. Empirische Untersuchungen belegen das gar nicht. Dann hieß es, es ist doch gut, dass die Mieten steigen. Das ist ein Zeichen einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Kam auch nicht so richtig gut an. Dann hieß es, es ist rechtlich ganz schwierig, da was zu machen. Ich glaube, dass die Menschen in der Tat jetzt von uns mehr erwarten als Ankündigungen, dass tatsächlich etwas passiert. Nach 4 Jahren und nachdem in manchen Kiezen die Mieten um 30% gestiegen sind, wollen die Menschen hier von uns Ergebnisse sehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir da in der Tat mit unseren eigenen landespolitischen, landesgesetzgeberischen Möglichkeiten gar nicht so ganz weit kommen.
Wir können die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht nehmen, das ist richtig. Aber wir müssen auch die Konfliktbereitschaft haben, uns mit der privaten Wohnungswirtschaft anzulegen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn nur wenn wir zu einer wirksamen Begrenzung bei Neuvermietung kommen, werden wir das Mietenniveau wirksam senken können, liebe Genossinnen und Genossen. Und dafür, genau dafür brauchen wir eben die Bündnispartner. Genau dafür müssen wir uns auch in der Bundespolitik einmischen. Dafür müssen wir das zum Thema im Bundestagswahlkampf machen. Müssen sagen, wir produzieren die Bundesratsinitiativen nicht nur für die Schublade, sondern wir kämpfen dafür, dass es zu einer wirksamen Änderung des Bundesrechts kommt, damit wir im Bundestagswahlkampf mit diesem Thema auch Erfolg haben können. Denn wir werden nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet als SPD nur dann die Partei in den großen Städten sein, wenn wir dort die Partei der Mieterinnen und Mieter sind, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir über die linke Volkspartei reden, dann betrifft das natürlich auch unsere Glaubwürdigkeit beim Thema der Daseinsvorsorge. Wir haben das Gemeinwohl zum Ziel. Und wir haben in den letzten Jahren in der Tat bitter dazugelernt aus manchen Fehlern, die in den 90er Jahren hier gemacht worden sind. Wir können heute sagen, ja, es ist so, was aus der Mode geraten war. Es ist aber richtig, vieles können tatsächlich landeseigene, öffentliche Unternehmen besser leisten als renditeorientierte Private. Und deshalb haben wir uns gerade als Landesparteitag der Berliner SPD von diesem Irrweg der Privatisierung verabschiedet. Das können wir aber nur dann glaubwürdig vermitteln und durchhalten, dass wir sagen, wir wollen rekommunalisieren, wir wollen mehr öffentliche Verantwortung haben, wenn wir erstmal damit aufhören zu privatisieren. Und zwar gerade in den wichtigen Bereichen unserer Daseinsvorsorge. Und auch ich werde jetzt noch mal zum Thema S-Bahn was sagen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir mit dem Mittel der Teilausschreibung dazu kommen, dass wir den Menschen mehr als nur Kaffee auf den Bahnsteigen anzubieten haben, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin vom Weg der Teilausschreibung nämlich nach wie vor nicht überzeugt. Warum macht man eine Teilausschreibung? Doch in erster Linie, um Privaten überhaupt zu ermöglichen, sich um diese Netzabschnitte zu bewerben. Das ist doch der Grund, der dahinter steht. Das ist der Grund, der dahinter steht. Und das muss man politisch diskutieren. Wenn wir am Ende dazu gelangen, dass in diesem wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge in unserer Stadt 3 oder 4 private Anbieter unser Netz befahren, liebe Genossinnen und Genossen, dann nimmt uns niemand mehr ein Butterbrot dafür ab, dass wir sagen, wir sind für eine Rekommunalisierung, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir am Ende zu einer Privatisierung der Teilabschnitte kämen, davon bin ich überzeugt, dann ist das der sicherste Weg dafür, dass bei der S-Bahn gar nichts mehr funktioniert, denn die Privatisierung im Bereich der Daseinsvorsorge ist der sichere Weg in die Misswirtschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage es auch noch mal, wir können uns nur dann glaubwürdig für die gleichen Lebensbedingungen in der Stadt einsetzen, wenn wir auch da berücksichtigen, was wir hier gemeinsam beschließen. Wir haben beschlossen, dass wir ein Programm, ein Sofortprogramm sogar, zur Verstärkung der Schulen in den sozialen Brennpunkten auflegen wollen. Dass wir uns da besonders engagieren müssen, weil wir da besonders gebraucht werden. Dass wir immer noch in den sozialen Brennpunkten zum Teil höhere Klassenfrequenzen haben als in den anderen Teilen der Stadt. Das können wir nicht akzeptieren. Wir brauchen in der Tat die besten Schulen, die besten Schulleiterinnen und Schulleiter, die besten Lehrerinnen und Lehrer da, wo es besonders schwierig ist. Und deshalb müssen wir uns da auch besonders engagieren. Wir müssen uns um die Infrastruktur kümmern. Wir müssen eine ordentliche Ausstattung organisieren. Und deshalb ist dieses unsägliche schwarz-gelbe Betreuungsgeld natürlich genau das Gegenteil von dem, was man machen müsste. Kinder von Kitas, von frühkindlicher Förderung, von Sprachförderung fernzuhalten, das ist eine katastrophale Fehlentscheidung. Und von vielen dummen Ideen dieser Bundesregierung ist das wahrscheinlich die dümmste, liebe Genossinnen und Genossen.
Wir müssen dafür einstehen, dass wir das zentrale Aufstiegsversprechen, nämlich dass wir Aufstieg durch Bildung ermöglichen, das müssen wir erneuern und das müssen wir irgendwann auch einlösen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dazu gehört natürlich auch die Teilhabe an den demokratischen Rechten. Es muss uns doch umtreiben, dass wir jetzt seit Jahrzehnten vor jedem Wahlkampf den Menschen versprechen, die keinen deutschen Pass haben, wir setzen uns wieder mal fürs kommunale Wahlrecht ein. Und nach den Wahlen passiert jedes Mal nichts, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe mich an dieser Initiative Jede Stimme beteiligt, zusammen mit unserem Fraktionsvorsitzenden und vielen anderen hier aus unserer Landespartei, um hier auch eine neue Diskussion anzustoßen. Ich glaube, wir müssen jetzt im Bundestagswahlkampf ganz zentral auf diese Themen setzen, endlich das Wahlrecht und das Mitentscheidungsrecht für alle Menschen, die hier auf Dauer leben und fast noch wichtiger ist, endlich für die doppelte Staatsangehörigkeit glaubwürdig in den Wahlkampf zu ziehen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja. Und deshalb sind wir besonders gefragt in der Bundespolitik, sind wir besonders gefragt in unserer Bundespartei. Die Bundespolitik findet zwar in Berlin statt, aber leider meistens ohne diesen SPD-Landesverband Berlin. Daran müssen wir dringend was ändern. Wir haben die Kenntnis, wir haben das Selbstbewusstsein und wir können uns da einbringen und die Bundespartei kann uns da gut gebrauchen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind vielfältiger. Wir sind bunter. Wir sind vielleicht nicht so viele wie im westlichen Westfalen, aber bei uns sind viele Entwicklungen früher, zeichnen sich früher ab. Wir wissen manches früher vielleicht sogar besser als anderswo im Teil dieser Republik. Überregionale Presse ist ja, glaube ich, nicht da, oder? Oh. Streichen Sie das. Die SPD in Berlin kann sich da tatsächlich sehr engagiert einbringen. Ich fand es gut, dass wir zum Beispiel das einstimmig beschlossene Steuerkonzept sehr engagiert mitgetragen haben. Beim Thema Rente bin ich noch nicht so überzeugt, dass wir da schon am Ende der Diskussion sind. Wir müssen uns genau ansehen, ob diese Rente mit 67 dazu führt, dass tatsächlich Menschen länger arbeiten, oder führt es zu einer Rentenkürzung. Dann kann es uns nicht kalt lassen, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir zur Hauptstadt der Altersarmut werden. Das können wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht vertreten, dass Menschen, die jahrelang Beiträge gezahlt haben in die Rentenkasse, jetzt am Ende am Existenzminimum sind. Und ich glaube auch, dass diese Frage, auch wenn die erstmal nicht so sexy daherkommt, dass die ganz entscheidend dabei sein wird, dass wir im Bundestagswahlkampf 2013 bestehen können. Und ich glaube, dass wir in diesem Wahlkampf bestehen müssen. Ich möchte nämlich, weiß Gott, nicht schon wieder in einer großen Koalition landen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen eine rot-grüne Regierung 2013 auf der Bundesebene. Und das umso dringender, weil wir dringend dramatische, drastische gesellschaftliche Fehlentwicklungen auch bei uns in der ganzen Bundesrepublik beheben und korrigieren müssen. In Deutschland sind die Reichen in der Krise noch reicher geworden. Die oberen 10 Prozent besitzen jetzt über 60% des Gesamtvermögens. Alle anderen haben verloren. Programme zur Rettung der Banken haben die Schulden anwachsen lassen, haben dazu geführt, dass die Reichen damit noch reicher geworden sind. Die Staatshaushalte sind zum Teil wirklich auf Kante genäht, notleidend. Aber das Finanzkapital spekuliert nun schon wieder gegen einzelne Volkswirtschaften, aktuell Spanien, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sehen daran, diese Finanzkrise ist eben auch eine Verteilungsfrage. Und um die Staatsschuldenkrise zu bekämpfen, brauchen wir mehr Solidarität in unserer Gesellschaft, mehr Solidarität in Europa. Aber wir brauchen nicht diesen Fiskalpakt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen einen Pakt, der den Staat bei seiner Aufgabenwahrnehmung stärkt. Dafür brauchen wir endlich wieder einen höheren Spitzensteuersatz, vor allem eine Finanztransaktionssteuer
und eine Vermögensteuer, die endlich wieder die großen Vermögen an der Finanzierung der Staatsaufgaben beteiligt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben als Berliner SPD dieses Potenzial, uns in die Bundespolitik einzubringen, dort einzumischen. Wir haben ein großes Potenzial. Wir haben den regierenden Bürgermeister von Berlin. Wir stellen die Hälfte der Senatorinnen und Senatoren im Senat, die größte Fraktion. Und in der Tat, darauf sind wir stolz, liebe Genossinnen und Genossen. Neben den 47 Mitgliedern des Abgeordnetenhauses haben wir 211 Bezirksverordnete, die eine großartige Arbeit für uns leisten, und 36, nein, leider nicht, nur 23 Bezirksamtsmitglieder. Die SPD Berlin, das sind aber auch die Arbeitsgemeinschaften, das sind die vielen Abteilungen, das sind die Fachausschüsse. All dieses Potenzial müssen wir noch mehr stärken, noch mehr einbringen. All sie sind die Berliner SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Und um dieses Potenzial auch noch mehr auszuschöpfen, sind auch unsere innerparteilichen Bildungs- und Diskussionsangebote wichtig. Das im nächsten Jahr anstehende 150-jährige Parteijubiläum bietet dazu für uns einen guten Anlass, dass wir dies nutzen, um uns unserer Werte, unserer Geschichte, unserer Wurzeln zu vergewissern. Es bietet sich aber auch an, um nach vorne zu schauen, um zu überlegen, wie muss eine moderne Großstadtsozialdemokratie heute aussehen. Und eins ist für mich ganz klar: Wenn wir eine zukunftsfähige, moderne Großstadt-Sozialdemokratie haben wollen, dann muss sie weiblicher sein, als sie das bis jetzt ist, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben vorhin beim Gleichstellungsbericht gehört, dass da in der Tat noch einiges zu tun ist. Und da wollen wir uns ranmachen. Das betrifft die Mitgliederentwicklung. Das betrifft auch die Führungspositionen in unserer Partei und dort, wo wir Einfluss darauf haben. Ja, und ich werde das ändern. In meinem Kreis habe ich das vorgemacht. Und da machen wir das jetzt auf Landesebene nach, hoffentlich mit eurer Unterstützung, liebe Genossinnen und Genossen. Das Anliegen teilen ja offensichtlich alle. Ich habe keinen Widerspruch gehört. Und deshalb ist es auch richtig, wenn das einen größeren Stellenwert in unserer Arbeit einnimmt. Eine konsequente Gleichstellungspolitik ist am Ende eine Frage der Zukunftsfähigkeit unserer SPD. Die Gleichstellung ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit unserer Politik insgesamt. Berlin soll zu Recht mit der Senatorin für Frauen Vorreiterin in Sachen Gleichstellungspolitik sein. Und da sind wir auf einem guten Weg und den wollen wir weitergehen. Wir wollen Vorreiterin sein und da, wo wir es schon sind, wollen wir es bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Da will ich mich auch nicht mit Mittelmaß zufrieden geben oder mich auf dem Erreichten ausruhen. Wir haben in Berlin schon relativ viele Frauen in Aufsichtsräten der öffentlichen Unternehmen, wollen aber nicht hinter Erreichtes zurückfallen. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass Berlin eine Polizeipräsidentin gut zu Gesicht stünde, liebe Genossinnen und Genossen. Aber wir dürfen uns dann natürlich auch nicht nur auf Führungspositionen beschränken. Wir machen Politik natürlich auch für die vielen Frauen, die gerade ja, beim Einkommen überhaupt nicht gut gestellt sind. Friseurinnen, Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Pflegerinnen. Sie brauchen faire Löhne, anständige Arbeitsbedingungen und eine eigenständige Alterssicherung. Und gerade bei den Pflegeberufen sage ich das. Da arbeiten ganz viele Menschen, Frauen wie Männer, für die ihr Beruf wirklich eine Berufung ist und wo wir wirklich eine größere gesellschaftliche Wertschätzung für diese Bereiche brauchen. Und das muss uns dann auch etwas wert sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die SPD in Berlin ist vielfältig. Wir haben gemeinsame Überzeugungen, aber im Detail auch mal unterschiedliche Meinungen. Es gibt dafür, das gehört zu einer Volkspartei, finde ich dazu, auch verschiedene Flügel. Wäre auch komisch, wenn ich als Sprecher der Linken das jetzt verleugnen würde. Was wir aber hinkriegen müssen, ist, dass wir den Bogen spannen, stärker als bisher auch alle Teile der Berliner SPD integrieren. Und auch ich bin sehr froh,
dass es mir gelungen ist, dafür einen Vorschlag zu machen mit einem Team, mit dem ich gern zusammenarbeiten möchte. Besonders gut verhandelt hat Steglitz-Zehlendorf mit Barbara Loth, die auf beiden Tickets steht. Barbara, das muss einen guten Grund haben. Chapeau. Und es hat natürlich auch einen guten Grund, weil Sie als stellvertretende Landesvorsitzende und jetzt als Staatssekretärin für Frauen einen wichtigen Aufgabenbereich für uns im Senat vertritt. Ich freue mich genauso, dass Ihre Spranger bei meinem Team dabei ist. Ich glaube, Iris ist die mittlerweile langjährigste stellvertretende Landesvorsitzende und ich freue mich sehr, dass sie bereit ist, weiterhin mit mir zusammenzuarbeiten und auch ihren Kreis Marzahn-Hellersdorf im geschäftsführenden Landesvorstand zu vertreten. Und es sind ja zwei neue Kandidaten vorgeschlagen worden, nämlich Philipp Steinberg aus Mitte. Ich habe mich sehr gefreut, Philipp. Dass du als Vorsitzender des Fachausschusses Europa gerade diesem Bereich auch im geschäftsführenden Landesvorstand eine Stimme geben könntest. Ich glaube, das ist überfällig. Und ja, ich habe auch Fritz Felgentreu vorgeschlagen. Das hat viele gefreut und zu Recht, denn die SPD Neukölln und die SPD Friedrichshain-Kreuzberg haben eins gemeinsam. Es gibt einen Unterschied. Unsere Anträge wurden hier beim Landesparteitag fast immer verabschiedet. Eure Anträge sind fast immer durchgefallen. Gemeinsam haben wir aber, dass sie beide ignoriert worden sind. Insofern ist auch das Gleiche rausgelaufen. Dass wir die Diskussion wieder ehrlicher führen, dass wir sie in den Gremien führen, dass wir das, was wir beschließen, auch ernst nehmen, dass wir unsere Gremien wieder ernst nehmen, das ist ein zentraler Ansatz, den ich mit meiner Kandidatur verbinde. Und ich sage es etwas zurückhaltend, da können wir tatsächlich noch ein Stückchen besser werden als in der Vergangenheit, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich meine das mit diesem Angebot zur Integration sehr ernst, sehr ernst. Ich glaube in der Tat, dass es richtig ist, nach diesem Parteitag schnell wieder die Reihen zu schließen, sich sehr schnell darum zu bemühen. Und ich bitte euch, euch nicht einreden zu lassen, dass wir hier das Ende einer Regierungspartei erleben, dass wir Zersetzung und Zerreißung erleben. Diese Partei ist seit 150 Jahren aus ziemlich reißfestem Stoff gewirkt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir lassen uns so leicht nicht zerreißen, erst recht nicht in der doch in einer Demokratie normalen Situation, dass es einmal zwei Kandidaten gibt. Das muss möglich sein, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, ich habe es am Anfang gesagt und ich sage es jetzt am Ende nochmal. Es ist heute ein wichtiger Tag für die Berliner SPD. Es ist ein Tag, an dem wir die Weichen stellen für die Zukunft unserer Partei in dieser Stadt. Es wird in jedem Fall unsere gemeinsame Zukunft sein, weil wir eine Partei sind und am Ende wieder an einem Strang ziehen werden. Ich möchte mich mit euch zusammen auf den Weg machen zu einem gerechten Miteinander in unserem Berlin. Unserem Berlin, das sich ständig wandelt, das nie stehen bleibt. Und das hat Berlin mit der SPD gemeinsam, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte, dass wir weiter, wie in den letzten 150 Jahren, die Partei bleiben, die den Menschen in dieser Stadt und in diesem Land gerechte Zukunftschancen ermöglicht. Ich bin 1990 in die SPD eingetreten, weil ich an eine Gesellschaft glaube, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben, ganz egal, wie viel sie besitzen, woher sie kommen, wie sie heißen, das Recht auf gute Bildung, das Recht auf soziale und politische Teilhabe. Dafür möchte ich mit euch gemeinsam eintreten und dafür bitte ich, liebe Genossinnen und Genossen, um eure Unterstützung. Ich danke euch.
Mhm.